وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. Abu Huraira radiallahu an berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn der Mensch stirbt, hört sein Werk auf Erden außer in drei Fällen auf. Also wird sein Werk oder seine Taten werden abgeschnitten mit seinem Tod, ja, außer in drei Fällen. Ein andauerndes Almosen oder nützliches Wissen oder ein Nachkomme, der für ihn betet. Ein andauerndes Almosen, Sadaka Jaria, heißt wörtlich, heißt eine fließende Sadaka. Ja? Und die berühmteste Form davon und die sozusagen die institutionalisierte Form davon ist Waqf, also eine Stiftung. Ja? Das Stiftungswesen im Islam ist, also hat eine große und wichtige Basis in den Hadithen von Sadaka Jaria. Ja? Dass man etwas spendet und diese Spende weitergeht, ja? Und weiter Nutzen bringt. Oder nützliches Wissen. Wissen, aus dem Nutzen gezogen wird. Auch Waladin Saleh, also hier im Arabischen, also Sheikh Abdullah Bubenheim übersetzt, ein Nachkomme, eigentlich ein rechtschaffener Nachkomme, der für ihn betet. Ja? Sieht man hier die Bedeutung von Erziehung und die Wichtigkeit von Erziehung. Ja? Dass man sich bemüht, seine Kinder auf Rechtschaffenheit zu erziehen, dass man sozusagen auch dass dieser Nutzen, einfach das Dua weitergeht. Dass man einen Nutzen von dem Dua von dem Kind hat, unter anderem.